Hallo. Was geht? So. Ich wollte mir mal Arcanus angucken. Also Forbidden und Arcanus. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar folgen wir dafür. Wo haben wir es hier? Dieser Questrichtlinie. Der Quest hier. Darkstone. So, aber Pink Slime können wir noch gebrauchen. Dafür habe ich gestern das hier fertig gemacht. Habe ich noch Diamond? Ich habe eine Diaby. Okay, dann holen wir uns eine. So. Store time. So, dann upgraden wir das Ganze. Drei Minuten accumulated time. Okay, das passt ja. Okay. Oh. Diamant. Die können wir dann hier wieder reinstopfen. Ah, hier schon was drin. Very high, nice. So. Forbidden.
Reconnect. Okay. So, und wir brauchen Forbidden. Die können wir mit dem Block. Okay. Hier kann das durchgängig sein. Okay. Feeding. Expansion, okay. So, und damit so, und damit sollten wir erstmal so ein bisschen hierfür vorbereitet sein. Weil ich will irgendwann diese Expertify Orb über die Sterile Read. Und dafür brauchen wir das Eck. Damit haben wir jetzt Arcanius. Habe ich die nicht schon? Mit was ernähren die sich denn? Ah, okay, dann passt das ja. Ich war mir gerade nicht sicher. Ich habe gerade noch keine Idee, wie ich hier weiter vorgehen muss.
Aber das wird bestimmt nach und nach. So, das haben wir jetzt. Nipa Plants. Okay. Arcane Crystal Dust. Arcane Bone Meal. Corrupted Dust. Woher kriege ich denn Nipper? Hä? Hab ich General. Moment, Nether. Okay. Okay, vielleicht sollte ich das machen. Hostile Network. Oh, guck mal. Okay. Okay, das. Dirt. Und Nature, okay. Das ist gut. Und das hier kriege ich. Phantom Prediction. Verdammt. Phantom Prediction. Okay, ich glaube. Ich mache hier mal so eine Prediction Zone.
dass ich mir die ganz viel hole. Ja, das hört sich gut an. Dann holen wir uns eine Phantom. Wo haben wir es hier? So, jetzt muss es Nacht werden. Ich habe eine Idee. Da waren ganz viele. So, und die... Heidi Fraser. Na komm, stirb schon. Schön. So, wo ist denn jetzt da? Miau. Wir gehen jetzt in das Deeper und Darker, glaube ich, so heißt das. Deep and Darker. Deep. Brauche ich von hier irgendwas? Nö. Irgendwie flogen hier letztens Viecher lang. Was ist das? Gloomy Skulk. Gloomy Cactus. Glom Slate. Skull Gleam. Hm. Und nirgendwo haben wir hier Phantoms. Wieso sind hier keine Phantome? Hallo? Okay, ich kriege hier ganz viele komische Sachen. Überall hängt hier Lebensenergie rum. Oh. Crystallized Amber, das will ich haben.
Slate. Okay. Dann warten wir doch, bis es dunkel ist. Gibt es... Wo findet man denn noch Phantoms? Wo welche? Phantoms. Sind welche im End? So, gut. Jetzt ist das auch weg. Okay, kriege ich Phantome im Nether? Cool. Okay, ab nach oben. Okay, dann warten wir mal ein paar Tage mehr.
So. Ach, verdammt. Ich denke immer, Rotate ist R. Und damit was fehlt denn hier? Ah, weil ich da drin herumgebaut habe. Concrete? Ah. Simple. Den kann weg, dann haben wir hier.
Oh. Ach, verdammt, schon wieder ausgewählt. So. Hilfe.
machen wir hier ein bisschen schön. Oh. Machen wir das hier einmal ordentlich. So. Damit es ein bisschen ordentlicher aussieht und dann. Ups. Und dann. Bauen wir das Ganze hier hin. Geh kaputt. Ja, das finde ich gut. So, dann machen wir gleich noch die Beleuchtung, würde ich sagen. Und dann fangen wir mit Forbidden Arcane an. Also. Ich glaube, hier finde ich das ganz gut. Wenn hier so ein Bereich hinkommt. Weil ich hatte bei Tronic gesehen, dass man so eine Art Altar bauen muss. Und das würde ich eigentlich ganz cool finden. So.
So, also, wir machen jetzt noch die Beleuchtung. Über Simple Light. Echt gespannt, wie gut die Mod funktioniert. So. Sechsundachtzig, 70. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. So, wie kriege ich Nipper Plants? Okay. Nipper. Okay. Also gehen wir jetzt auf die Suche nach Floating Islands in the Sky. Kann ich das mit einem Kompass finden? Kann man wirklich suchen. Cool. Bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Sie sieht lustig. Oh.
Insanium. Okay. Das sieht echt so aus, als ob das hier kaum weitergespielt wird. So, wo ist sie? Ah. Ups. Wir machen einfach mal RDP. Porten random irgendwo hin. Holen uns die. So, wie funktioniert das Ganze? You have seen a random floating item. These have nipper plant on them. You can break these and plant them. They produce arcane. This. Okay. Aber hier ist nichts drauf. Hier ist Output. Hier ist doch kein Nippon. Und ich will mal was nachgucken. Okay. Ich habe hier aber kein Rice Seeds, Soja, Kurkuma. Purified Roots.
finde ich jetzt schon wieder. Höhle? Was ist das? Was ist das? Oakleaf. Ah, endlich habe ich eine Floating gefunden. So, wo da? Ist hier ein Nipper? Ja, Nipper. So. So, have you seen the random flung seeds with plants on them? You can break these and replant them. Und wie kann man die jetzt... Oh.
productive. So, kriegen wir jetzt Phantoms? Ich brauch Phantoms. Ich kann doch nicht sein, dass ich hier keine Phantoms bekomme. Oh, Magical Farmland. Souls and Runes. You need this for later. If you throw down dark matters, throw down crypt. Does it create a black hole? Feed it small entities like arrows or and it expurified orbs. Nice. Ah, capture and transport. Aural intensive grand when killed. Okay. Senate killing passive will increase your corruption. Killing Aural has a higher chance to increase your corruption. Be careful at high level. Okay. The room needs to continue your progress in this mod. It's very important. Crafting Inge used a lot of. Okay. That nehmen wir mit. That nehmen wir mit. Dragon Scale. Golden Dragon Scale. Tür, Armor, Arcane Dragon Egg. Okay. D-O-Rum. Golden Bee Spawn Egg, Caliboom, Derum Residue? Bäh.
ist. Okay, das Derum machen wir später. Oh, ich sollte eben noch... den hier holen, genau. Bam. Irgendwie habe ich gerade... Oh. Ah, oh, Kacke. Und wir brauchen ein... Wie machen wir das am besten?
Was zieht denn hier am meisten? Obwohl, 17.000 wird gerade mal gezogen. Ich war gerade irritiert. Okay, das... Da brauche ich mir zum Glück keine Sorgen mehr machen, dass das Refined Storage nicht läuft. Au. Ach, Kane. Dark matter. Smelting edelwood will give you dark matter. You can make it black hole with it. Von wissen Dark Frost Biomes and look like as much as has been shot of it. Using your Arcane Crystal, we'll need to combine it with other dust and powder to create wood. Okay.
Irgendwie habe ich... Also ich... Ich weiß gerade nicht, ob... das jetzt Schrott ist. Nappend. Ich bin gerade am gucken, ob irgendwo was steht, weil... So sieht unser Inventar aktuell aus. Die stecken hier zwar laut Anzeige drinne, aber hier ist nichts drinne und der hier sagt auch Pech gehabt. Ich hatte den neu gesetzt, weil ich dachte, der hatte hier geflackert und ich habe dann den Strom hier hinter eingestellt, aber das war wohl ein Fehler. Auch der Verbrauch hier ist eigentlich, Usage ist gar nicht so hoch. Ja.
will mal bei... Da ist ja nichts drinne. Ich war am Überlegen, dass ich den Server einfach mal crashen lasse, weil es ist niemand online. Ich würde mal eben bei Tronic gucken. So, das bei Tronic funktioniert es. Dann würde ich einmal eben bei Calvin gucken. Der hatte irgendwo einen Gäste. Ja. Okay, schade. Ja. Ich würde jetzt einmal... So, die Idee ist jetzt, dass ich einmal warum ist der Controller an der falschen Stelle?
Ja, das wäre auch noch eine Idee. Aber ich habe jetzt erstmal einmal. Hier, wie heißt das? Das Gebiet unloaded. Wie lange muss ich eigentlich. Gucken wir einfach mal. Aber hier ist nichts vorhanden, ne? Er sagt, hier sind drei Sachen ohne Disk integriert. Die Disks werden aber oben noch angezeigt. Und das hat, bevor ich den, bevor ich den Kram neu gesetzt hatte, also den Kern, hat das ja noch funktioniert. Ja, das war gerade auch meine Idee. Hier war eigentlich eine Disk drinne, deswegen habe ich die nicht abgebaut. Und Gott sei Dank. Geil. Ja, ich habe die jetzt hier in einem Drive.
Gott sei Dank. Ja, also das ist mir gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Da hatte ich gerade echt so... Ich habe keine Lust mehr. Stored Minus? Gott sei Dank. Ja, das Problem mit der Infinity Disk ist irgendwie die... ja, funktioniert nicht richtig. Oh. Ja, das glaube ich. Hä? Ich glaube, hier ist ein Schank gecrashed.
Ja, aber. Okay, das erklärt es doch nicht. Guck mal, das ist alles hier leer. Und hier fängt es an, nicht leer zu sein. Ja, das ist halt. Ich habe noch eine andere Idee. Ich glaube, ich habe hier die Daten überschrieben. Mit dem Copy und Paste Tool.
Ja, ich merke das gerade schon. Ah, verdammt, ja, hast recht.
Ja, vielleicht ist das Ganze gecrashed, weil diese ganzen Rezepte hier invalid sind. Ja, gab es. Also, alter Schwede. Ich gehe mal davon aus, ja. Und dadurch, dass ich den, wie heißt das gleich noch? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ah, den Controller abgebaut habe. So. Dass ich dadurch diese ganzen Bugs ausgelöst habe. Ja, genau. Aber interessanterweise ist das auch verschwunden. Ah. Ich hätte noch eine andere Idee, warum das Ganze passiert ist. Ja, ich, wenn ich das persönlich mache, habe ich ja die ganzen Backups und teste dann und.
Und kann dann eben fix zurückspielen. Aber das Update ist irgendwie vor 8 oder 9 Tagen passiert. Was aber eine andere Vermutung ist, Calvin hatte erzählt, dass die... Ich hatte ja hier erst Tower Guards als Spawner, wo jetzt die Vindicator sind. Und die haben komplett den Lock vollgemüllt. Also es standen unglaublich viele von diesen Viechern da drin. Und bis zum Neustart haben die jedes Mal einen Entity-Bug vom Spawner gegeben. Vielleicht war das irgendwann so viel, dass das nach und nach den ganzen Scheiß hier überschrieben hat. Vielleicht war das wirklich so ein Umkreis um diesen Bereich hier rum. Jetzt nicht schankmäßig, sondern blockmäßig, was hier alles geschreddert hat. Ja, aber dann kommt wieder dazu, der Mega Dist Manipulator funktioniert ohne Probleme. Ja, gehe ich auch von aus. Also deswegen meine Vermutung, die zweite Vermutung ist, hier sind ja jetzt diese Treppen und ich hatte die Treppe hier kopiert. Oder? Hatte ich? Hatte ich nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall, das wäre so eine andere Vermutung gewesen, dass das Einfügen der Treppe die Probleme verursacht hat. Ja, das war... Egal, ein Großteil ist wieder da. Mir ist ein Klops vom Herzen gefallen. Ja, also das hätte ich nicht gebraucht. Ich glaube, dann hätte ich... frustriert aufgegeben. Nee, da hast du definitiv recht. Also, das erwarte ich auch gar nicht, muss ich sagen. Aber ich glaube, hol mir mal ein... Ich gehe mal die Luft filtern draußen. Und eben fix auf Klo. Und dann würden wir uns gleich wiedersehen. Und dann wollte ich mich, ich weiß nicht, seit wann du zuguckst, aber hier weiter mit... Forbidden and Arcanus mir angucken. Ich habe schon einige, einige Bienen gemacht. Und zwar drei? Oder vier? Oder eine? Eine heute und die hier sind ja auch noch von Arcane. Und ich habe jetzt Slimebienen, aber die hatte ich jetzt fertig gemacht und ich wollte mir das mal gerne angucken, weil ich diese Hellforge oder Hephaistos Forge halt ganz cool finde. Und ja, genau. Da wollte ich mal gucken und Tronic hatte gesagt, man muss auch Blatt sammeln und sowas alles und bei... Ja, genau. Also da wollte ich mal gucken. Also sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.
Okay. Komisch, komisch. Warum macht es so komische Geräusche? Muss ich mir mal angucken. Was wollte ich tun? Ah, Arcane. So. Forbidden. Okay, machen wir erstmal hier. Das Ganze fertig. Gott, ist das schon wieder viel. So. Fehlt noch was? Das hier, ne? Ja. Okay. So, Öl. Jetzt brauche ich Deo. Deo rum. Verdammt. Dafür brauchte ich die Phantom-Membran. Und es ist schon wieder Tageslicht. Wie bekomme ich Phantoms? Minecraft Phantoms. So, spawnen die auch irgendwo natürlich? Okay. Membran. Phantom. Also, eine Idee war, ich hole mir einfach ein Spawn Egg. Moment. Habe ich denn hier schon Phantom? Nee. Genau, ich hole mir ein Spawn Egg und pack die dann in den Loot Fabricator rein. Verdammt, ich habe nichts mehr zu trinken. Warte, Moment, bis gleich. So, ich hole mir ein Spawn Egg. Oder ich hole mir das. Aber eigentlich war die Idee, sich einfach so Phantoms zu holen. Da ist jetzt die Frage, gibt es Phantom Spawner? Ja. Also ich hatte schon zweimal draußen gewartet, aber da kam nichts.
Miau. Black. So, eine Idee war jetzt einfach mal hier einen Loot Fabricator hinzubringen. Oh. Moin, soweit ganz gut. eben gerade einmal ziemlich kacke, aber Zuschauer konnte es retten. Oder der Stille. Ja, und zwar. Und zwar hat sich mein kompletter Bestand an Disketten aufgehoben und alle Items waren weg. Und ganz viele, oder fast alle Rezepte waren weg. Und Stiller hatte dann die Idee, einfach hier unter den Disk Drive einen Hopper zu setzen, sodass wir vielleicht eine Chance haben, weil du hast eine Anzeige gehabt, dass hier Disks drinne sind, aber es waren keine drinne und ja, das war hart kacke. Und ja, aber jetzt ist zum Glück alles wieder da.
zum Glück. Also, ja. So. Und jetzt will ich gerade. Ja, aber. Für mich wäre das ein Grund gewesen, das alles jetzt abzubrechen. Das wäre so hart frustrierend, dass ich gesagt hätte: ey. Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Ja, mit einem eigenen Server hätte ich das wahrscheinlich auch so gemacht. Ich hätte hier wahrscheinlich nochmal Kelvin und so weiter gefragt, aber das wäre echt sowas von hart frustrierend gewesen. Aber ja, ich habe noch ein paar Sachen gefunden, die ich ganz cool fand. Kennt ihr den YouTuber Chosen Architect? Der hat mit einer coolen Sache angefangen, das. Das sah ganz cool aus.
So. Also. Wie heißt das gleich noch? Hier, wie heißt das? Chosen Architect hat eine Serie gestartet mit Create. Die fand ich ganz lustig. Mit noch ein paar weiteren Mods drinne, wo du dann sowas wie Stone Age und so weiter hast. Das sah echt nice aus. Und ist, glaube ich, nochmal was komplett anderes. Wo du dann nach und nach durch alles Mögliche durchgehst und ja. So. Wo sind Phantome? So, dann warten wir hier erstmal. Anvil. Ja, das dachte ich mir auch gerade nämlich. Muss da eigentlich ein Bett in der Nähe sein? Nee, eigentlich nicht, ne? Dachte ich nämlich auch. Und dann standen wir eigentlich nur dumm rum.
Aha. Dann, wenn du mal keine Phantome, wenn du Phantome brauchst, ne? Nee, eigentlich nicht. Nee, Spells habe ich überhaupt keine. Nur Night Vision. Ja, schon locker. Hä, was machst du hier? So. Danke, wünsche ich dir auch einen schönen Abend noch und ja, morgen dann ein bisschen länger und mehr und ja. Dann gucken wir doch hier einfach mal nach dem hier. Ich brauche nämlich ein bisschen Elderwood. Wie kriege ich den denn?
Ach, verdammt. Kriege ich irgendwie noch anders Elderwood von Dark Frost mit Elderwood los? Was ist das? Okay. Ups. Okay, dann gucken wir noch weiter, ob wir irgendwas. Branch, Branch. Nice. Oh, okay. Aber die Branches, die kriegt man halt nicht.
Ja, vielleicht können wir den auch kaufen. Edelwood. Jo. Ja, aber da bekommen wir nur die Branches. Oh, cool. Okay, die Sonne ist immer noch nicht untergegangen.
Kakao. Picklich. Ender Dragon. Wither. Wizard. Insert und hier auch noch. Hä? Jetzt steige ich hier nicht durch. So, ist jetzt vielleicht Nacht? Immer noch nicht.
Ah. Verbitten. Oh. Damit haben wir die nächste Stufe. To grow derum nasse. To find yellow orchidees. Okay. Drawing scale. Okay. Hephaistos Forge. Mana Pool, okay. Das sieht alles echt komisch aus hier in der Umgebung. So. Oder haben die Admins jetzt den Spawn von Phantom deaktiviert? Aber ich glaube, war nicht im Deep Dark welche? Das will ich jetzt mal eben ausprobieren. Oder Deep und Darker. So. Okay, hier gibt es anscheinend auch keine. Ich bin der Meinung, beim letzten Mal sind hier einfach welche gespawnt.
Phantome. Also eigentlich bin ich der Meinung, es müssten welche kommen. Okay, ich drück dir die Daumen, dass du da was findest. Und wenn du den geschafft hast, musst du berichten. Ja, das weiß ich, aber du willst da ja Sachen rauskriegen. Genau, und die Frachtermodule. Da drücke ich dir die Daumen, dass du Minimum 3 Stück bekommst. Oh, eine Soul.
Ist die Spawn-Rate irgendwie verringert? So, wie kriege ich denn jetzt Golden Schalk? Okkultismus. Third item seated.
Verdammt. So. Oh. So, kommst du. Was ist ja noch das Heaven Rose? Ich finde es like. Of the third are you? Wie kriege ich jetzt das third eye? So, what tut's? Moment. Demon Seeds. Thank you.
Ah. So. Nice. So. Ey. Oh Gott. Also, ok. So, und wie war das hier mit der Ink? Ah. Black Dye. So, eine normale Bi sollen wir jetzt töten.
Bucket. Hau nicht ab. Happy Birthday, Taco! Mobs, Iron. So. Ich will doch nur normale haben. Das müssen wir uns morgen mal angucken.
Also, ja. So, also. Ich werde jetzt, denke ich mal, Feierabend machen. Und dann gucken wir morgen weiter mit Forbidden Arcane. Und vielleicht sind dann ein paar Leute an, die mir beantworten können, ob Phantome deaktiviert worden sind. Wenn ja, dann bauen wir den, wie heißt der gleich noch, das Mob-Slaughterhouse von Industrial Foregoing, weil das funktioniert ein bisschen besser. Und gucken dann einfach mal. Also, ja. Wäre so die Idee, wie wir dann vielleicht noch an die Membranen einfacher rankommen. Genau. Also, ich wünsche einen schönen Feierabend. Vielleicht kommt ja jetzt noch ein... Ja, ich gucke einfach mal, ob hier vielleicht noch irgendwie was kommt, aber... Ja, also, ich würde jetzt Feierabend machen. Ich bin ein bisschen durch. Hi, Nila Murphy 10 und Dankeschön. Ja, also, ich mache Feierabend. Ich wünsche einen schönen Abend, eine gute Nacht und ja, bis morgen dann. Ich denke mal, da werde ich irgendwo zwischen 15 und 16 Uhr online kommen, je nachdem, wie es hier aussieht. Aber so ist der aktuelle Plan und dann wünsche ich erstmal eine gute Nacht, auf Wiedersehen und bis morgen. Ciao.